Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 hier auf Steel Game Studio und wir sind auf der letzten Etappe in Island. Und zumindest vorerst in Island. Wir werden natürlich dann von hier wieder wegfahren müssen. Und wir sehen hier, die Räder, die drehen hier durch. Oh, 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 oh. Komm mal runter hier von der Straße. Also der Schnee hat wirklich eine Auswirkung auf unser Fahrzeug. Und das ist keine gute. Wir sind ja schon einmal liegen geblieben. Und es ist ganz schön kalt draußen, so wie das mal aussieht, aber na gut. Wir haben jetzt noch 150 Kilometer bis zum Ziel und dann können wir diese Fracht abgeben und da verdienen wir richtig Geld, da verdienen wir richtig Schotter. Wir haben auch bis jetzt geschafft, sich schadensfrei zu bringen, diesen ganzen Diesel. Was mir eben gerade, ich habe eben gerade mal kurz geguckt, ja, wie viele Folgen hast du denn heute schon gemacht und dies und das und dann, wie viel hast du schon hochgeladen, bei welchem Tag sind wir denn? Ja, schon wieder Montag. Da ist mir doch Gladbeck schon wieder der Montag da. Also ich nehme also quasi von über einer Woche vorher auf. Am Sonntag mache ich das jetzt hier gerade. Also dann bin ich gestern halt am Sonntag davor. Ja. Oh, hier ist eine große Tankstelle. Wir sind ja nicht so viel um, naja, manövrieren müssen. Egal, war ja auch schön anzusehen. Da war ich ein wenig irritiert, aber man muss sagen, das liegt wahrscheinlich daran, dass mich dieses Spiel jetzt hier gerade, also wirklich durch den Pro-Mod mir hier so sehr gefällt, dass ich da ganz und gar vergesse quasi, ja, wie weit bin ich denn hier überhaupt schon mit meiner Woche? Ja, also da kann ich jetzt auch nicht mehr groß auf was Aktuelles eingehen. Obwohl, habe ich eh wenig gemacht, ne? Also richtige Themen durchgenudelt haben wir jetzt gar nicht in der Woche. Naja, ein bisschen NFL, ja, da haben wir uns kurz mal drüber unterhalten. Oh, das ist schon wieder Montag. Ist. Ja. Na gut, wir müssen jetzt hier unseren Diesel abgeben in. Na, sagen wir gleich. Ach, den Stadtnamen, den habe ich jetzt noch immer noch nicht drauf. Akranes. Akranes, ja. Ich nenne es einfach Akranes, das könnte auch falsch sein. Wird wahrscheinlich komplett anders ausgesprochen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt nicht der Isländer an sich hier zuguckt. Wir sind viel zu schnell. Ach, hier glaube ich wieder 80, alles klar. Aber nicht mehr zu schnell, sehr gut. Und mich deswegen steinigt, weil ich das hier falsch ausspreche. Hoffentlich. Aber hier schön Island ist natürlich, das ist toll, ne? Also wie sie es gemacht haben, ist schon toll. Gut, hier ist halt keine Erntemaschine am Rand, ne? Kein Stroh und kein Raps und so. Sowieso ein bisschen eigenartig auf der Hauptkarte. Ne? Du hast ein Rapsfeld, steht voll in der Blüte, daneben ist der Roggen am abgeerntet werden. Passt zeitlich nicht ganz. Aber gut. Das sind ja nur die schönen Bilder, die es geben soll. Und die gibt es ja. Da bin ich ja mal gespannt, wie das denn hier bei euch ankommt mit den Promods und was ihr dazu sagt. Und mal gucken, wie euch die Folge mit dem, wo wir liegen bleiben, gefällt. Die hat uns ja ungefähr diese 100 Kilometer gekostet, sonst hätten wir es ja wirklich am Sonntag geschafft, das abzugeben. Ne? War eine Riesenstrecke gefahren hier. Womit haben wir jetzt runter hier? 16.278. Schon ordentlich. Aber wir kommen jetzt Stück für Stück unserem Ziel näher, das ist sehr gut. So, nochmal an einer Stadt vorbei, dann noch einmal Serpentin, dann müssten wir da sein, ja. Das Funkmasten hier, ne? Die immer hier so rumstehen, so vereinzelt an der Straße. Aber ist ja auch nicht sehr dicht besiedelt hier, Island jetzt. Na gut, ja Gott, was willst du auch die große Berge besiedeln, ne? Den Felsen. Ich versuch's. Sind sogar welche an der Bushaltestelle. Guck an. Wir wollen Bus fahren.
Wir fahren aber eine Mautstelle. Interessant. Nicht, dass wir jetzt hier diese riesen Strecke gefahren sind, diesen Umweg, aber nur, damit wir die eine Maut ersparen. Also ich glaube, wir müssen dann beim Rücktor auch uns wirklich die andere Strecke aussuchen. Vielleicht ist da ein bisschen besser ausgebaut, die Straße. Dann auch egal, wenn es länger dauert, aber... hätte natürlich viel Schönes. Oh, ruckelt wieder. Und hier haben wir sogar auf der Seite gar keinen Schnee. Na, guckt euch das mal an. Hier sind Plusgrade. Mhm. Der Golfstrom geht doch hier gar nicht lang. Der Grund, warum in Wales zumal auch wirklich auch südländische Pflanzen wachsen, ne, wie im Golfstrom, weil der kommt dann, der spült sich genau da so unter Wales dann halt so hin und dadurch, dass es so ein bisschen dann in der Bucht geht, können dort Pflanzen wachsen, die sonst eigentlich eher in südlichen Regionen wachsen. Also normalerweise dort nicht ansässig sind. Ein schöner Wärmetransport. Ein sehr, sehr guter Wärmetransport, der sorgt nämlich dafür, dass es hier bei uns in Europa so schön warm ist. Weil für gewöhnlich hätten wir auch ja solche Temperaturen hier durchgehen. Und mehr oder minder 6 Monate lang Winter. Und nicht nur 3. Aber durch das doch recht günstigen, die günstige Lage erstens der Alpen, da hat dann Italien sehr viel von, weil Italien so warm ist. Aber gut, wahrscheinlich gibt es deswegen auch bloß die Sahara darunter. Und das hier. Stand hier einfach so eine halbe Straßensperre hier mitten drauf. Hier ist es einspurig. Oh Gott, ohne Ampel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, was macht ihr hier mit mir? Ja, mordsgefährlich hier. So, aber wir sind gleich da und wir können gleich den Diesel abgeben und dann richtig Geld abzapfen und dann auch vielleicht richtig IPs. Das wird richtig was Schönes. Das wird uns freuen gleich. Biegen hier. Und wir haben ja doch noch Arla. Ich hab das nur noch nicht gesehen gehabt. Das ist ja doch Arla. So, mein Guter. Ich hätte hier ein bisschen Diesel für euch. Braucht ihr ja auch. Ihr müsst ihn mir ordentlich heizen hier, ne? Wo möchtest du ihn gerne hinhaben? Dort. Eisklor. Stelle ich die hier hin. Kein Problem, mache ich die hier. Gehen wir einmal kurz da und dann ziehen wir hier rum und gucken wir, wie weit wir da nach vorne kommen. Das müsste ausreichen, um den hier ein bisschen gerade zu ziehen, ne? Ah, wird schwer, wird schwer, wird schwer, okay. Ah, ist doch gar nicht so einfach. Müssen wir jetzt gleich hinterher sein, was wir hinterher legen hier, weil wir schon gerade noch zurück fliegen können. Sieht gut aus. So, so mein Bruder, ich habe dir hier den Diesel abgestellt. Oh, ist doch 1A eingeparkt, oder? Ich täte sagen, das ist 1A eingeparkt. So, was sieht die Piepse aus, den Motor aus. Absatteln und dann Belohnung einstreichen. So. Oh, Errungenschaft für alles ist möglich. Doch, Errungenschaften gehen trotzdem noch. So, wir haben gefahrene Strecke 1323 Kilometer, Dauer 88 Stunden, 600 Liter nur verbraucht. Das geht eigentlich. Basisvergütung Level 13. Gibt nochmal extra. Also wir kriegen 58.300 und 59 Euro und 1970 EP. Sehr schön. Gut, Level 14 werden wir noch nicht, aber wir sind nur noch 611 Punkte weg von Level 14. Fortfahren.
Ui, das war ja eine Strecke. Da war ja alles dabei, ne? Da war ja wirklich Glatteis dabei, da war. Mann, Mann, Mann. Aber wir haben es gefahrlos geschafft und wir sind ziemlich weit weg von zu Hause. Wenn man das sich mal auf der Weltkarte anguckt, ne? Da sind wir jetzt. Oh ja, das dauert ein bisschen. Lädt wieder. Sind wir ziemlich weit weg von zu Hause. Und theoretisch hätte man auch hier unten rumfahren können, ne? Muss man ja sagen. Also man hätte nicht den Norden nehmen müssen mit dem ganzen Schnee. Hier ist auch noch Schnee. Da scheint irgendwas, keine Ahnung, was sein soll. Ein Schild. Ja, hier sind wir liegen geblieben. Und hat uns da abgesetzt. Da hätte er uns nochmal so ein Schneestück. Und hier oben hoch, dann ist auch sehr viel Schnee. Ach du Grüne. Gut, da braucht man dann wahrscheinlich einen anderen LKW, aber wenn man das mal sieht, wie weit wir weg sind hier von unserem schönen Zuhause, ne? Haben wir schon wieder gut was geschafft. Sieht gut aus. Wir werden jetzt erstmal uns die Werkstatt, die es hier nicht gibt, aussuchen. Könnte aber hier ein Autohändler sein. Da gucken wir mal hin. Da können wir dann schlafen und dann gucken wir uns dann ab morgen quasi die nächste Tour an. Wir werden jetzt sicher wirklich nur noch schlafen und dann werden wir die Folge beenden. Bitte nicht böse sein. Aber war jetzt doch ein ganz schöner Aufnahmemarathon für mich hier. Auch wenn ich es jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt direkt gemerkt habe, dass es so lange dauert, aber es strengt doch sehr an. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Also ernsthaft, ich hätte es wirklich nicht so für möglich gehalten, dass das so Videos machen nebenbei beim Zocken wirklich so anstrengen kann. Aber kann es. Leider bin ich auch wieder ein bisschen unvorbereitet heute unterwegs gewesen und dann ist wieder alles dazwischen gekommen. Ich wollte eigentlich das heute Morgen fertig gedreht haben, alles so fertig gemacht haben, alles schon. Ich heute Nachmittag noch ein bisschen Zeit für was anderes habe. Dann kam noch dazwischen, dass. Naja, gut, jetzt ich muss ein bisschen. Dann müsste ich weiter ausholen, aber. Quasi mein Vater liegt gerade im Krankenhaus und. Da gibt es dann natürlich dann auch noch immer wieder den Befindlichkeiten, weswegen man da was machen muss und alles nicht so einfach momentan und deswegen. Oh, guck, das Pferd guckt sogar zu mir hier. Und hier gibt es Pferde. Schön. Portugies. Deswegen war das alles heute schon wieder komplett. Deswegen ist auch kein Radio an, weil ich hatte es erst an und dann habe ich dann, aber musste ich dann und. Oh. Naja gut, wir können ja nicht falsch rum durch den Kreisverkehr fahren hier. Keine Option. Gucken wir mal, ob hier vielleicht sogar ein LKW-Händler ist. Oder ob das hier nur eine Arbeitsagentur ist. Ein LKW-Händler. Ist doch top. Aber wir haben es Montag 2 Uhr. Ein DAF-LKW-Händler. Oh, gut. Hier ist auch das. Aber ich kann da jetzt nicht rein, Montag bis Sonntag. Ja, Montag. Stellen wir uns hier hin und schlafen erstmal eine Runde und dann gehen wir noch in den LKW-Händler rein. Wenn ihr nicht schlafen. Ist doch nicht dein Ernst. Ach, das ist kein Schlafplatz hier. Okay, dann fahren wir jetzt noch zu der Stelle, wo wir schlafen können. Das ist nämlich diese Werkstatt da. Ja Gott, dann haben wir die 15 Minuten auch voll. Aber wir haben hier einen DAF-Händler und diesen DAF-Händler werden wir dann gleich belästigen, wenn wir wieder zurück sind. Und noch einen DAF kaufen für unseren nächsten Fahrer. Das ziehe ich jetzt auf jeden Fall noch durch, dass wir einen zweiten Fahrer haben, der uns dann gegen den Kredit noch ein bisschen was. Das ist ein Stück zu früh. Hier ist es ein Stück zu früh, ne? Na gut, müssen wir einmal drehen hier drauf auf dem Gelände. Nicht klar. Oh, andersrum. Drehen auf dem Gelände ist nicht drin. Gut,
Gut, ja. Das sah jetzt frei zugänglich aus, ne? Das sah nicht so aus, als ob ich da jetzt drehen könnte. Aber nee. So, dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt dann zu dem Schlafplatz höchstens reinkommen. Die Garage, nee, kaufen möchte ich die jetzt nicht. Kann ich hier nicht mal schlafen? Jetzt sag mal. Rumfahren noch, aber ich denke mal nicht, dass wir hier hinten jetzt an den Schlafplatz rankommen. Den Trigger werden wir auch hier nicht kriegen. Nein. Alles klar, okay. Ah, wo kann ich denn jetzt hier schlafen? Ich muss zu dem Duffhändler können. Das sah echt nicht auszuhalten, oder? Schlafplätze haben so ein bisschen wenig Fall erteilt. Gut, okay, dann eben nicht, ne? Dann eben irgendwie nicht. Wie auch immer wir das denn jetzt hier machen. Ne, aber wenn wir hier parken, wir nicht blinken. Ja. Wir werden jetzt einfach hier parken und gut ist und dann starten wir dann beim nächsten Mal wieder von hier. Ich sage, das war eine Folge. Macht da die Piepser aus, Motor aus, Handbremse an. So, sehen wir hier. Gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Und ich sage, das ist eine Folge Euro Truck Simulator 2 hier gewesen bei Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.